Und willkommen zurück bei SCP Containment Breach. Zur dritten Folge müsste das jetzt sein, wenn ich es nicht schneide. Dann zocken wir gleich mal weiter, weil ich gar nicht so viel Zeit habe. Genau. Einen Tag später erst. Ja, dass ich mal so regelmäßig 2 Tage hintereinander zocke, ist schon selten jetzt. Ne? Selten jetzt vorgekommen. Das ist aber nach so anstrengenden Tagen hier in der Schule arbeiten und so Blödsinn. Ne? Aber lieber nach der Arbeit als vor der Arbeit. Langer Ladebildschirm. Was kann ich erzählen? Ich habe mich noch nicht weiter informiert über... Doch, ich habe mich ein bisschen informiert, aber nur durch mein eigenes Video. Über dieses Monster am Ende, was uns da so verfolgt hat, ja. Und jetzt muss ich mal kurz nachdenken, bevor ich starte und hier die Action losgeht. Der ist, also wenn der uns berührt, dann werden wir tot und so, dann sterben wir. Und dann macht er irgendwelche Doktorspiele an uns, ja, und belebt uns dadurch wieder und dann werden wir halt so ein Sklave von denen. Ja, also der ist ziemlich gefährlich. Aber er ist tötbar, also ein Euklid, so wie ich das noch in Erinnerung habe. Und der kann bis zu 3 Leichen oder so haben, oder hier sind 3 Leichen, irgendwie so eine Meldung kam, damit 3 von diesen Sklaven da, die er hat. Und ja. Da gab es noch andere Infos, aber habt ihr ja vielleicht selber gelesen. In der Notiz. Machen wir ein bisschen leiser. Nur noch ein leiser. So. Das passt jetzt. Ich habe auch so geile Kopfhörer, ja. Deswegen ist das alles so realistisch. Kopfhörer machen da viel aus. Scheiße. Machen wir den. Hier kam mir das Euklid am Ende. Komm, Abflug. Nein. Schön. Nein. Zombies kommen rein, die Kleinen, ne? You are not a doctor. Ja, ich bin kein Doktor. Oh, fuck, Alter. Do not be afraid. I am the cure. Hier ist die Heilung. Oh, fuck, ist das creepy. Ich traue mich gar nicht mehr loszulassen von der Taste jetzt. Der geht dann nicht mehr weg, oder? Das ist krass, wenn man solche Monster noch gar nicht kennt, ja. Die noch gar nicht einschätzen kann. Soll ich mich mal bewegen? Ganz vorsichtig, dann bin ich sofort tot, oder? Kann ich vergessen. Komm, Millimeter. Ach du Fresse! Wie creepy ist das denn? Gleich so ein mega Jumpscare. Alter, creepy. Creepy, Mann. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Welche von mir? Alter. Heute wird's Regen. Alter, was soll ich denn da machen?
Also es ist nur ein optionales Gebiet hier unten. Ich kann ja mal kurz aufmachen, da den Raum und dann gleich wieder Power Off drin. Aber die Musik finde ich auch cool, ja. Die ist gar nicht so creepy, aber die ist einfach nur cool irgendwie. Komm einfach mal kurz auf und dann gleich wieder zu hier. Schön, dass der mich einmal sieht. Fuck. Hab ich gesehen, ne? Muss ich da rein zu ihm oder was? Und ihm hier austricksen irgendwie? Oh oh, da ist doch was. Was ist jetzt angeschaltet? Strom, aber was für ein Strom? Verdammt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Da komme ich so nicht mehr rein, wenn da jetzt zwei von denen sind. Ich will nur mal gucken, ob da drin was ist. Ja, komm mal her. Greetings. Greetings. Ja, super. Das ist total sinnlos, dieser Bereich. Da ist ja nicht mal was. Ich töte dich jetzt. Ich raste nicht, ehrlich gesagt. Das nur um die Karte dazu holen und man soll einfach nur so einen kleinen Schocker da unten erleben oder was? Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich gehe da jetzt hin, mache den Generator an, dann haue ich da einfach ab. Keine Ahnung, was der Generator jetzt da macht, aber. Komm einmal, warte mal den hier an. Hä? Was ist da dafür oder was? Generator, aber was für ein Generator? Was für ein Generator habe ich jetzt eingeschaltet? Gucken wir da hinten irgendwas? Den habe ich auch nicht gesehen, sehr gut. Doch gar nicht. Was? Okay. Speichern einfach mal spaßeshalber, weil es so lustig war. Ich habe keine Sicherungsprobleme, ich aber verkacke, wenn ich richtig verkackt. Ach, hier bin ich jetzt. Kann sein, dass es der gleiche Aufzug wieder hoch war, mit dem ich eben runter bin. Egal, aber da unten habe ich jetzt alles gemacht, denke ich mal.
Generator hat jetzt Strom, ja. Oh, was? Speichern. Oh, da habe ich auch schon ganz, ganz viel von gesehen. Aber ich habe absichtlich nicht viel weiter geschaut. Das ist schon auch lange her. Absichtlich nicht weiter geschaut, weil ich das immer für mich selber aufheben wollte. Ich habe so das Gefühl gehabt, wenn das vielleicht das Ende des Spiels sein könnte, mit diesem Sarg da irgendwie. Ne, lass mal offen, falls wir wieder raus müssen. Da darf man auch nicht drauf gucken, glaube ich. Aber machen wir einfach mal. Jumpscare. Jumpscare. Bus. Also ein bisschen Gänsehaut hatte ich trotzdem. What we know is that he died of a cardiac arrest. My guess is that it was caused by him, blah, blah. Although it hasn't been observed. Ah, ist immer so ein Todesbericht oder was? Aber das heißt doch, dass die Leute es geschafft haben, hier wieder alles unter Kontrolle zu bringen. Wenn die meine Leiche hier finden und irgendwie noch Tests. Oh! Mein kleiner Freund des Stalker hier. Wo brauche ich die Batterien? Nehmen wir mal kurz die Hand weg, die sowieso scheiße ist irgendwie. Muss ich mir durchlesen kurz? Okay. Also jede Menge. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es einen tötet oder so. Oder einfach mit Trauma durch diese ganzen Visionen. Ich habe immer noch die Hand, ja. Im Notfall gebe ich ihm halt eine Hand. Ich will da nicht hin. Ich habe irgendwie ein bisschen... Nicht Angst, aber Angst vor Schocker. Ich habe keine Angst, aber ich habe Angst vor Schocker. Also 5 Meter und dann irgendwie Trauma. Ach nee, oder? Was ist das für eine Karte hier? 4 Karte brauche ich nicht. Nämlich über die Affenhand. Da ist kein Schattenmonster. Da ist keins. Was? Du kommst hierher? Was? Wie ist das denn jetzt möglich? Was? Wie soll das denn möglich sein jetzt? Tag auf. Tapp hoch, Junge. Seit wann macht denn der die Old Man Geräusche? Ich komme aus von oben und ich hab's nicht gemerkt. Ja. Was? Der Old Man war doch hier? Oh nee, oder? Ich will nicht in dieser Höhle hier sein von ihm. Ist nur ein Weg der richtige, der mit dem Zettel oder was? Muss man den wegwerfen, da kommt so ein scheiß Batterie hier. Fünf, zwei, sieben, fünf, mal aufschreiben. Wo ist mein Stift? Wo ist mein Stift? Da ist er. 5, 2, 7, 5. Ich hake den einmal ab hier. 5, 2, 7,
5. Bla bla bla. Keine Ahnung, wofür der jetzt genau sein soll. Auf jeden Fall will ich den Zettel nicht mehr haben. Ich habe die Batterie wieder mit. Ja, komm. Hier ist eine Info am Boden übrigens. Das heißt, ich kann nicht lesen. You are not paying attention. Going to bite your... Irgendwas. Irgendwas beißt sich. Mir denn selber in den Schwanz oder was? Sterbe ich jetzt oder was? Irgendwelche lauten Geräusche. Keine Ahnung, wie ich nicht rein muss hier. Ja, ich bin in den Sarg gekommen. Aber ich blute heftig. Warum komme ich hier nicht mehr raus? Hätte ich jetzt sterben müssen unten oder was? Komme ich hier wieder hoch? Da muss ich mir erst heilen. Tatsache. Aber das habe ich bestimmt nicht gewollt. Ich speichere mal nicht, ja, weil ich nicht weiß, ob ich das machen darf. Dahin kommen. Oh, meine Fresse, dieses Spiel, ne? Alter! Oh Mann, ey! Ja, ist ja gut. Nein, Headshot! Alter, der Schocker war gut, ja? Der war richtig krass. Alter, bitte sag mir nicht, den habe ich jetzt darauf auf den Fersen, diesen Typen von unten. Bitte sag mir nicht, ich hab den dauerhaft auf den Fersen. Bitte nicht. Nein, da will ich gar nicht rein. Ach nee, oder? Nein, da laden wir nochmal neu. Nee, komm, das möchte ich jetzt nicht. Da hab ich jetzt keinen Bock drauf. Ich vermisse die Zeiten, wo wir nur den Euclid hatten, ja. Also diesen, ich nenne den mal Euclid, diesen SCP-72 oder so. Oder 100 irgendwas, diesen... Ich guck dich an und so lange passiert mir nichts. Ah nein. Ich will nur gucken, ob der Typ da... Probleme macht. Tada.
Hallo. Schattenmonster hinter mir. Hallo. Hallo. Wiedersehen. I sense the disease in you. Ja, nicht richtig gar nicht. Was kommt jetzt hochgefahren oder was? Sag bloß. Ach. Pass auf, jetzt kommt's. Jumpscare all over your face. Ach komm, nein, ich will das nicht nochmal, diese abgeschossen werden. Nein. Ach, das ist einfach nur so ein anderer normaler Typ oder was? Der einen abschießt, weil er einen, weil wir auch so ein Monster geworden sind. Oh, SCP-160, irgendein Schlüssel. Das war, glaube ich, irgendwas mit dem Ende zu tun gehabt. Aber das ist eine Scheißstelle, ja. Ich will nicht dieses, ich will mal Krähenmonster sagen, ja, diesen Typen von eben, ja. Mit diesem Hello. Und ich will den auch nicht. Hier, komm mal. Der ist noch in Ordnung, ja. Der macht ja nichts. Der beißt ja nicht. Da geh ich so lang, ich folg dir, mein Freund. Ach, was ist das denn für ein Blödsinn? Da ist der Kollege wieder. Den ich eben noch unbedingt sehen wollte. Und dann ermordet er mich. Aber das können wir schaffen. Die Tür nicht mitzumachen. Komm, ich hab die abgehängt. Wehe, Old Man. Ich bin ja safe. Der kommt wirklich hier rein, oder? Gleich von hinten am Mordet. Na ja, speichern. Die ist auch nicht besser, die Stelle. Will die doch nicht einsetzen, Mann. Ja, ist ja gut, Mann. Kann ich mal hier telefonieren? Euclid so 173. Und in mein, ab in mein Gesicht.
Um Gottes Willen, was wird hier kommen? Oh, ich glaube, ich weiß, was das für ein Raum ist. Was? Ich darf ihn nicht angucken, oder? Weh, die Tür geht auf. Mit. Nein. Da gehe ich nicht für 1.000 Euro rein. Da was speichern, ne? Ja. Macht Sinn. Alter, nee, das ist mir zu krass, Alter. Das. Genau sowas habe ich gemeint. Der einfach mal so ein Monster im Raum, ja. Das ist das, was ganz laut schreit und einen dann total mega Geschwindigkeit jagt, oder? Da gehe ich nicht rein. Gehört. Yeah! Tada! Der schreit ganz laut, ich mach Ton aus. Drei Schreiter. Müssen wir Ton wieder lauter. Viel zu leise im Ton wahrscheinlich. Komm, mein Freund. Da durch. Monster, ich war das Schattenmonster. Ich hab ein bisschen leiser gemacht. Ich Angst hab. Schattenmonster. Läuft jetzt frei herum oder was? Auch ein SCP, glaube ich. Komm, wir gehen mal zurück zu ihm. Ah.
Da kommt er. Speichern, aber das ist ein super Moment. Super. Das alte Tötung, ich mache nicht. Oh Gott, das ist... Das darf nicht wahr sein, oder? Schattenmonster, super. Und auch noch. Das hier überlebe, oder? Oh nein! Oh, das darf doch nicht wahr sein. Na super, jetzt bin ich im Arsch. Das ist Schatten, Schattenmonster, kommt direkt in mein Gesicht jetzt. Kommt, ich untreffe ein Bild. Nein. Auch der noch. Dann lieber du. Mal auf! Lauf, Junge! Nein! Alter, wie krass ist das denn? Alter, zeig mir mal irgendjemand, bei dem das jemals so krass war wie bei mir gerade, Alter. Habe ich mal einen richtigen Tod verdient? Jetzt, wo sind jetzt? Ist das verbuggt oder was? Super. Heil dich mal, Junge. Super verbuggt. Gut. Verbuggt, ja. Und damit. Alter Gevatter. Würde ich erstmal aufhören für heute. Ja, also, das ist ja gerade die krasseste Folge, die ich je miterlebt habe, ja. Das. Alter, wie geil war das denn? Wie geil ist das denn? Hat nur das Euclid gefehlt, ja, rechts unten, ja, 173. Und dann hätten wir die ganze Kompanie dabei gehabt, ne? Alter, ja.
Alter, das müsst ihr euch mal vorstellen, ja? Was da gerade abging. Alter. Komm, ich hab noch ein bisschen Lust auf ein paar Minuten wenigstens noch. Mal einmal kurz antesten. Yay, old man. Ich bin nur noch entkommen, ja? Nur um dann in der Krähe zu landen, weil es so blöd war, die Tür zu öffnen. Ich hätte das doch geschafft, ja? Ich hab mir vergessen, dass ich überlebt, ja? Ja, super, da. Da reingehen jetzt. Lauter machen, ja. Das habe ich aber an das Leise gewöhnt, ja. Junge, Junge. Oh, das ist super. Super, das ist doch so eine Art Ausgang hier. Mal hier durch, ja, ohne Keycard. Was ist das hier? Was ist das für ein Blödsinn? Mal wieder rein, Junge. Hier mal unser Navi. Außerhalb der Map. Darf er die Batterie? Moment. Das könnte ich ja nicht viel öfter benutzen. Soll ich das nochmal neu spielen? Ich will das nicht nochmal neu spielen. Aber dass dieses Krähenmonster hier mit diesem langen Gesicht, mit dieser Hello da, dass der hier rumläuft, das finde ich zwar episch, weil das ein cooles Monster ist, aber das beunruhigt mich zutiefst. Auch ein Räume, die ich noch nicht gesehen habe, die kennt ihr ja auch gar nicht mehr. Komm aus dem Weg. Oh.
Komm. Ich höre was von mir. Da gehe ich definitiv nicht rein. Vielleicht müssen wir da nur schnell rein und alles aktivieren, solange er dann noch so rumheult. Da gehe ich jetzt nicht rein rechts. Speichern. Na gut, hier ist es aus, wenn es hier weitergeht. Dann gucken wir mal hier rein. Mr. Teddybär. Das ist doch blöd hier. Ich hoffe mal, das Spiel kann trotzdem weitergehen. Dass das ein Weg ist, wo man lang muss da hinten. Aber ich meine, hier geht es auch irgendwie zum Ende. Ich habe sowas mal gesehen hier, so Screenshots oder so, oder auch ganz, ganz kurz mal vom Video irgendwas oder so, keine Ahnung. Oh, sehr gut. Ja. Ist mal offen, scheiß drauf. Kein Bock, der gleich im Chaos da ist. Oh, spare ich mir jetzt Zeit, wenn ich nicht unten lang muss? Hier unten lang und morgen Monster hier unten sehen. Jumpscare. Das ist mein Tod, wenn ich da reingehe, oder? Hallo? Jawohl, Gasmaske. Ich werde es trotzdem noch mal lesen. Das Monster! Dieser riesige Dinosaurier. Ich habe der Happy da hingelegt. Das ist die Hand. Kreta. Okay. Ich meine, das ist dieser riesige Dinosaurier irgendwie. Gut, haben wir ihn auch getriggert jetzt hier mit offiziell. Das ist ein Mordbeschrei darüber. Wie er zittert hier, ne? Also, ich habe einen sehen, der das ohne irgendwelche blöden Tricks, ja, und ohne Experte zu sein, wie er auf dieser einmal sterben Variante durchspielt beim ersten Versuch hier oder so. Naja, nicht beim ersten Versuch, aber der das allgemein schafft, ohne der Experte zu sein, ohne irgendwelche fiesen Tricks. Ist hier wieder so eine olle. Nee. Was? Hier geht's weiter? Oh, Quietschentchen. Jumpscare. Die Karte, die ich nicht brauche. Hm. Komm, Hand. Ach, der Sarkophag hier, dieses. Nee, dieser. Einfach nur Sarg. Wo ist denn das andere Ding in meiner Hand? Wo ist die Affenhand? Warum bleib ich immer Affenhand? Oh, creepy shit. Oh, das. Da habe ich recherchiert. Der Nine-Tailed Fox ist der, der mich abgeschossen hat. Was? Weißt du das, Entchen? Oder sollte schon sein, dass die Tür zugeht? Nicht, dass die Soldaten jetzt hier gleich stehen und mich abschießen. Euclid.
Wer ist das, Soldat? Alter, das ist krass, dieses Spiel. Dieses Spiel ist so geil. Oh, er hier. Ich bin so blöd. Warum habe ich hier gespeichert gerade? Gut, dann gehen wir mal zu dem Kollegen hier. Mal kurz angucken. Euklid. Oh, das heißt tötbar. Dann ist das doch gar nicht der, den ich in Erinnerung habe. Oder? Mal gucken. Nothing happens. Warum geht das nicht? Was? SCP-137? Was? Der Euclid? Dieser Kartoffelmonster? Kommt das da rein? Warte mal kurz laden. Ja, hier. Die sind wir auch schon getroffen. Aber ich finde es krass, wie viele neue Monster es da schon gibt, ja. Na gut, ist auch schon lange her, dass ich gespielt habe, aber stell dir mal vor, in 3-4 Jahren. Und da sind nochmal dreimal so viele Monster dann drin wie jetzt. Eieiei. Ich darf da nicht so nah dran sein an der Tür. Los! Tram! Oh, nicht gut. Was ist denn jetzt hier? Nein, ich bin eingebackt. Ach, fuck it.
Komm, hol mal diesen scheiß Anzug und dann nicht zu weg her. Weiter, schnell mit die Glocke her. Kommt jetzt der Schattenmann so eine Ankündigung her. Neuer Code 5275. 5825 vielleicht? Den alten Code? 5825? Hier waren wir aber schon. Da haben wir Aufzug runter. Eieiei. Der kommt mit mir hoch, kann das sein? Schlecht, Herr Specht. Komm, schnell mal angucken. Ja, habt ihr gelesen? So, Hand. Gott, das ist ja, wenn ich alles neu spielen müsste. Wir laufen hier rum, kann das sein? Was ist das denn? Die SCP-500? Wo ist die Affenhand? Wir brauchen heute den leeren Topf eigentlich. Komm mal kurz die Karte weg. Das wichtigste Item wegwerfen. Den wollte ich nicht die Rüstung haben. Mal kurz weg. Um Gottes Willen. Keycard. Ja, aber so ein First Aid Kit, oder? Würde ich sagen. Was lassen wir denn mal hier von den Sachen? Ich weiß es nicht. Noch ein First Aid Kit brauche ich. Ja, aber die Weste brauche ich. Ich fühle mich besser. Super.
war da denn? Muss mal Power on, ich will hier nichts ausstellen. Das sind die Bomben, ne? Komm, dann machen wir es doch mal aus. Wow, jetzt. Jetzt habe ich mein iPad natürlich nicht hier. Warheads. Krieg ich das Ending bestimmen oder was? Das gibt's ja gar nicht. Erstmal aus. Ganz ruhig ist auch kacke irgendwie. 9. Was? Ich kann nicht bewegen. Jetzt ist das Spiel abgestürzt. Oder auch nicht. Die brauche ich nicht mehr rein. Ganz am Anfang wieder. Hier war ich gerade schon mal drin. Ich war gerade irgendwie ein bisschen verwirrt für einen Moment. Nee, Moment mal. Hab ich da Black Screen? Nee, okay. Rest habe ich noch an. Komm. Rest mal offen. Gibt noch zwei Räume, wo ich hin müsste. Einmal da, wo die Soldaten waren, einmal da, wo die schreiende Monster war. Und zum Schrein der Monster möchte ich eigentlich noch weniger. Okay. Hä? Ah ja, und da, wo dieses andere Kartoffelmonster mich verjagt hat, hier. Euklid. Ihn kenne ich hier so ein bisschen. Habe ich leider schon ein bisschen gesehen beim anderen Let's Player. Ach ne, oder? Ja, ist ja gut, Mann. Ich muss gleich mal aufhören. Viel zu spät. Ach, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Nur mal ganz kurz. Obwohl, das sehen wir für nächstes Mal aus. Da haben wir eine coole Stelle hier. Mit diesem Monster. Nur mal gucken, ob dieses Creme-Monster jetzt gleich wiederkommt.
Tatsache. Nein, er hat die Tür geöffnet. Nein. Gut, Feierabend für heute. Oh, die Aufnahme hat sich ja beendet.